Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kommt das letzte Wunschlisten-Video des Jahres online. Und zwar möchte ich euch heute Bücher vorstellen, die ihr euch vielleicht auf eure Wunschlisten packen könnt, die im Januar 2022 erscheinen. Wie gesagt, das letzte Video dieser Art in diesem Jahr und ich freue mich schon, euch die Bücher vorzustellen, die ich so aufgestöbert habe. Wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit den Büchern, die dann im nächsten Jahr im Januar erscheinen werden. Das erste Buch, was im Januar erscheint und was ich euch vorstellen möchte, ist von Anna Schneider und zwar Der zweite Grenzfall, ihr Schrei in der Nacht. Der erscheint Ende Januar und ich habe den ersten Grenzfall schon gelesen und freue mich jetzt darauf, dann ganz bald den zweiten auch verschlingen zu können. Es geht wieder um das Ermittlerteam Jahn und Krammer und die Besonderheit hierbei ist, dass es eben halt ein deutsch-österreichisches Ermittlerteam ist, was eben die Fälle landesübergreifend gemeinsam löst. Und ich finde das sehr cool, weil Anna Schneider einerseits sehr spannend schreibt, andererseits aber auch die wundervolle Gabe hat, die Landschaft so schön zu beschreiben und darzustellen, dass es halt einfach Spaß macht, dem zu folgen und ja, sich da quasi mit ihr auf Spurensuche zu begeben. Auch den ersten Teil habe ich bereits gelesen. Ich freue mich, wie gesagt, jetzt sehr darauf, den zweiten Ball zu bekommen. Und wenn ihr gerne Krimis lest, dann schaut euch zumindest den ersten Teil doch schon mal an. Und ja, der zweite kommt dann schon ganz bald und liefert uns dann auch Nachschub. Dann erscheint im Januar ein weiterer zweiter Band, auf den ich mich sehr, sehr freue, und zwar von Isla Date, Like Fire We Burn. Das ist der Nachfolgeband von Like Snow We Fall. Ich habe den jetzt auch gerade erst gelesen und ich liebe ja winterliche Stimmung in Büchern und das ist quasi eine, ja, Winter-New-Adult-Romance und ich finde das total cool, dass quasi New-Adult und Winterstimmung verbunden werden. Wie gesagt, den ersten Teil mochte ich total gerne. Haltet da ruhig mal die Augen offen. Eventuell kommt dazu ein Video im neuen Jahr, aber nur eventuell. Wie gesagt, ich freue mich da sehr auf den zweiten Band. Ich finde das auch cool, wie die beiden Cover sich quasi ergänzen oder so einen Gegensatz miteinander bilden. Total gut gelungen, wie ich finde. In diesem zweiten Band wird es um Aria und Wyatt gehen. Beide lernen wir in Teil 1 schon so ein bisschen im Ansatz kennen und ja, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass da wahrscheinlich noch Konflikte vorhanden sind, die aufgeklärt werden müssen. Ich bin, wie gesagt, schon sehr gespannt auf deren Geschichte, denn ja, das verspricht viel, ja, Spannung zu geben und vor allem auch viel, viel Funkenflug zwischen den beiden. Ja, wie gesagt, ich freue mich. Dann erscheint ein weiterer Folgeband und zwar von Piper Rain. Die Baileys-Reihe geht jetzt nämlich mit dem mittlerweile siebten Teil weiter. Er heißt Secrets of a Small Town Girl und ja, ich habe bei weitem leider noch nicht alle Teile der Baileys-Reihe gelesen, aber ich mag den Stil und ja, diese ganze große chaotische Familie sehr gerne. Deshalb habe ich mir das Buch definitiv erstmal notiert und vielleicht kennt ihr die Baileys auch schon und fiebert da auf neue Geschichten hin, dann ist das jetzt quasi euer Startschuss, um sofort ein weiteres Buch auf der Wunschliste zu notieren. Das hier sind Liebesgeschichten, wer das noch nicht weiß. Und wie gesagt, die Baileys-Familie ist sehr groß und jedes Mitglied der Baileys hat irgendwie über die Jahre so sein Pendant gefunden. Und vielleicht kann euch das ja neugierig machen, wenn ihr diese Großfamilie noch nicht kennt. Wie gesagt, es ist sehr was fürs Herz, es ist ein bisschen Kleinstadt und es ist einfach humorvoll und schön. Dann kommt das nächste Buch, was ich euch vorstellen möchte, und zwar Honey Girl von Morgan Rogers. Mich hat hier tatsächlich die Kurzbeschreibung neugierig gemacht, und zwar geht es um Grace. Sie ist die einzige schwarze Frau in einer sehr weißen Umgebung und für sie ist schon das ganze Leben irgendwie so, dass sie halt in allem immer sehr gute Leistungen abgeben muss. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie auch ihr Astronomiestudium mit Bestnoten irgendwie abschließt. Eigentlich könnte ihr Leben also relativ geradlinig und steil weiter verlaufen, aber nach einer sehr durchzechten Nacht in Las Vegas wacht sie am nächsten Morgen nicht allein im Bett auf. Und zwar liegt neben ihr Yuki und ja, noch dazu hat sie einen Ring am Finger. Wie es mit den beiden weitergeht, was diese Nacht eventuell in Grace und Yukis Leben verändert, das werden wir dann hoffentlich alle bald lesen. Ich fand, das klingt sehr cool und ich bin sowieso total dafür, dass People of Color viel, viel mehr Repräsentation in auch, ja, großen Verlagen, in deutschsprachigen Romanen finden. Und ja, deshalb habe ich mir das Buch notiert und ich bin gespannt auf die Geschichte. Das nächste Buch könnte vielleicht für all diejenigen unter euch interessant sein, die auch auf Instagram und ja, Bookstagram natürlich aktiv sind.
Und zwar ist das Words I Keep von Josi Wismar. Josi kennt ihr bestimmt, die bloggt nämlich auf Instagram auch schon ja, eine ganze Weile, Jahre über Bücher. Sie ist also eine sehr bekannte Bookstagrammerin und hat jetzt ihr erstes Buch geschrieben, was im Januar erscheint. Wie der Zufall so will, geht es auch in ihrem Buch um eine Buchbloggerin. Ja, ich finde das ziemlich cool quasi, dass sie die beiden Themen, die sie eh so begeistert, verfolgt, auch in ihrem Buch aufgreift. Also die Liebe zu Büchern und ja, das Schreiben. Wer weiß, ich habe es noch nicht gelesen, aber natürlich ist dieses Buch schon eine ganze Weile in der Community präsent und auch an mir ist es nicht vorbeigegangen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und vielleicht interessiert es ja jemand von euch und ihr könnt euch das jetzt gleich auch noch notieren. Dann erscheint im Januar ein Buch, da bin ich tatsächlich über das mega coole Cover drauf aufmerksam geworden. Und zwar von Jennifer Lynn Barnes, The Inheritance Games. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jedenfalls, das klang richtig, richtig cool. Und zwar geht es um Avery, die eigentlich nur den Plan hat, durch die Highschool zu kommen, ein Stipendium zu bekommen und irgendwie, ja, ihr Leben halt weiterzuleben. Aber dann bekommt sie überraschend die Nachricht, dass da jemand, ich habe den Namen jetzt vergessen, verstorben ist und dass sie dessen gigantisches Vermögen geerbt hat. Das verändert natürlich ihr Leben von heute auf gestern sehr dramatisch und sie zieht in die Villa des ihr unbekannten Typen ein und ja, sie muss dann plötzlich aber allerhand Rätsel und Geheimnisse entschlüsseln und ich fand, das klang total spannend. Ich habe es noch nicht gelesen, also ja, es erscheint ja auch erst, aber wie gesagt, ich fand, das klang mega spannend. Ich fand dazu auch in der Kombination das Cover sehr cool und überzeugend und ja, dachte, das nehme ich auf jeden Fall mal in mein Wunschlistenvideo auf. Vielleicht kann das Buch ja euch auch neugierig machen oder wer weiß, vielleicht seid ihr auch schon irgendwie voller Vorfreude und ja, seid da mit mir am Hibbeln. Jedenfalls, ich freue mich mega auf diese Geschichte und werde das Buch auf jeden Fall im Auge behalten. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Cover schon gesehen habt oder wenn natürlich nicht, wie es euch gefällt, ob euch das auch gleich ja so angesprochen hat. Und dann erscheint im Januar auch ein weiteres Buch von Kelly Oram, und zwar das Libby Garrett-Projekt. Ihr kennt bestimmt schon den ersten Band ihrer Science-irgendwie-Reihe, keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt vergessen. Jedenfalls geht es ja da auch schon um Avery, die mit ihrem Wissenschaftsclub so ein Experiment startet und sich am Ende dann irgendwie doch verliebt, nicht in die Person, wo sie wollte, aber egal. Jedenfalls, hier wird quasi ein weiteres Mitglied des Wissenschaftsclubs dazu gebracht, mithilfe eines 12-Schritte-Programms sich endlich mehr selbst lieben zu lernen und ja, quasi die Liebe nicht nur von anderen Personen abhängig zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch das vorige Buch ja schon gelesen und bin generell, ja, ich lese die Bücher von Kelly Oram sehr gerne. Das ist bestimmt auch wieder ein Jugendbuch, was ein bisschen ans Herz geht, ein bisschen für Humor sorgt. Wir werden sehen. Dann erscheint im Januar auch ein weiterer dritter Teil von Emma Scott. Someday, Someday heißt der. Ich finde ja hier auch das Cover wieder sehr cool und ich bin generell ein großer Fan von Emma Scott. Deshalb landen ihre Bücher mittlerweile, ja, ohne dass ich irgendwie die Kurzbeschreibung kenne, auf der Wunschliste. Hier habe ich aber trotzdem noch zwei, drei Stichworte rausgesucht. Und zwar geht es um Max und Silas. Es geht um, ja, Hoffnung, viel Selbsthass. Es geht um Kälte und natürlich auch um die Liebe. Wie das alles zusammenhängt, das werden wir dann hoffentlich im Januar lesen. Seid ihr eigentlich auch so große Fans von der Autorin? Ist sie auch bei euch so eine, ja, Blind-Buy-Autorin, sage ich mal? Also so eine Autorin, die ihr halt einfach kauft, ohne eigentlich zu wissen, worum es geht, einfach nur, weil der Name dieser Person auf dem Deckel steht. Ja, bei mir ist sie so eine Person, würde ich dann mal sagen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Das scheint ja hier auch eine queere Liebesgeschichte zu sein und das finde ich sowieso sehr unterstützenswert. Dann erscheint im Januar ein weiterer zweiter Band und zwar von Laila Hagen, City of Dreams. Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich nur durch Zufall drauf gestoßen und zwar wegen dieser hübschen Cover-Optik. Ich mag diese königsblaue, ja, Gestaltung mit dem Gold und so total, total gerne. Ich habe vom ersten Teil bisher noch nichts gehört. Ich bin wirklich erst auf diese Bücher aufmerksam geworden durch diesen zweiten Band und das Cover. Tatsächlich ist mir die Autorin aber nicht unbekannt. Ich habe von ihr schon mal was gelesen, ist aber auch schon eine Weile her. Aber sie schreibt ja, Romance, wie man vielleicht sich schon denken kann. Ich bin, wie gesagt, einfach nur ein Fan von diesem Cover. Ich habe mir gar nicht so richtig durchgelesen, worum es geht. Tatsächlich, ja, schätze ich mal, es geht um zwei Personen, die sich irgendwie finden und wahrscheinlich am Ende als Paar daraus hervorgehen. Aber das ist jetzt nur eine ganz steile Hypothese, wer weiß. Jedenfalls, ich bin, ja, werde das Buch im Auge behalten und
mir auf jeden Fall mal näher anschauen, wenn es dann erschienen ist. Vielleicht auch mal abwarten, was andere so dazu sagen. Und vielleicht habt ihr ja auch den ersten Band gelesen und könnt mir glatt mal in die Kommentare schreiben, wie euch der gefallen hat. Das wäre natürlich total spannend, wenn da jetzt irgendwie 2, 3 Leute sagen, hey, das Buch war mega cool und die Geschichte total klasse. Dann würde mich das bestimmt überzeugen, auch mal näher auf diese Reihe einzugehen. Dann erscheint im Januar endlich ein weiterer 3. Band, und zwar von Helen Huang, Heart Story. Ich habe euch dieses Buch tatsächlich schon mal vor einigen Monaten vorgestellt, aber es wurde dann verschoben und ich habe das zu spät mitbekommen. Deshalb ja, ist es damals noch in diesem etwas älteren Video, sage ich mal, gelandet. Aber jetzt ist es wohl tatsächlich soweit. Ich habe das gerade extra nochmal überprüft, ob da wirklich Januar steht. Ja, da steht immer noch Januar und ich hoffe, es erscheint dann jetzt auch wirklich. Ich mag die Vorgängerbände der Autorin sehr gerne. Sie behandelt immer besonderere Themen als halt einfach nur, ja, irgendwer trifft irgendwen, sie verlieben sich und dann, ja, bester Kuss ihres Lebens und Happy End Forever. Ja, ihre Bücher sind da immer ein bisschen anders, sag ich mal. Der Weg ist ein bisschen holpriger durch die Protagonistinnen selbst, weil die ja eher besonders sind. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Besonders ihr allererstes Buch mochte ich damals sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch auf den 3. Band und ja, freue mich einfach auch, diese Trilogie dann bald abzuschließen. Dann bin ich über einen Thriller gestolpert, aber allerdings auch schon einen 4. Band. Und zwar No Mercy von Emma Viskitch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wie gesagt, ich habe da tatsächlich noch gar nichts von gehört und auch nichts gelesen. Ich bin nur zufällig über dieses Cover gestolpert. Fand das ziemlich cool und tatsächlich auch die Kurzbeschreibung sehr spannend. Und ja, dachte dann, ich schreibe mir das mal auf die Wunschliste, weil ich lese ja Spannung generell sehr gerne. Aber natürlich kann man irgendwie auch nicht alles lesen. Man bekommt auch nicht von jedem Buch irgendwie was mit, wenn es erscheint. Aber diese Coveroptik finde ich tatsächlich echt cool. Zumal sie halt auch so ein bisschen entgegen diesem Trend geht, dass ja Thriller und Krimis, also Spannung generell immer sehr dunkel gehalten ist. Also meistens irgendwie viel schwarz oder dunkelblau oder sowas. Oder dunkelgrün. Hier ist es nun komplett irgendwie weiß-grau. Finde ich auch ziemlich cool. Macht eine sehr klinische Optik. Irgendwie, ja, aber wie gesagt, ich fand diesen Titel und die Kurzbeschreibung insgesamt echt ziemlich, ja, es hat mich neugierig gemacht. Deshalb habe ich mir das Buch mal auf die Wunschliste gepackt und ich werde, ja, die Autorin oder generell diese Reihe auf jeden Fall mal ein bisschen genauer im Auge behalten und mal schauen, ob mich das noch überzeugen kann, dass ich mir die mal, ja, besorge und dann auch lese. Dann erscheint im Januar ein weiterer 3. Band. Irgendwie ist das Video der 3. Bände. Und zwar von Nina Bilinski, A Storm Between Us. Das ist dann quasi, ja, der 3. Band dieser Trilogie, wie gesagt. Ich kenne die Bücher tatsächlich noch gar nicht. Sie sind mir aber natürlich auch in meinem Bookstagram-Universum voller New Adult-Bücher öfter schon begegnet. Ich habe aber noch gar nichts von der Autorin gelesen. Falls euch aber die Autorin ein Begriff ist und die Reihe generell, dann freut ihr euch bestimmt zu hören, dass da jetzt der 3. Band bald kommt. Und ja, wenn ihr schlagende Argumente habt, warum ich die Bücher auf keinen Fall länger ignorieren darf, dann packt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und dann bin ich auch schon beim letzten Buch meines Wunschlistenvideos angekommen. Und zwar Bad Dreams von Megan Miranda. Die Autorin ist wohl auch sehr erfolgreich. Ich habe bis jetzt tatsächlich noch nichts von ihr gehört oder gelesen, aber das Buch klang sehr spannend. Und zwar geht es um ein junges Mädchen, was in einer stürmischen Nacht schlafwandelnd das Haus verlässt und ja, plötzlich dann verschwunden ist. Einige Tage später wird sie allerdings gefunden, lebend. Und ja, das Leben geht dann irgendwie weiter. Nun ist die Protagonistin ein wenig älter und der 20. Jahrestag ihrer Rettung naht. Sie merkt, irgendwie ist die Stimmung komisch und eines Tages wacht sie auf und zu ihren Füßen liegt die Leiche eines Mannes, den sie ja von früher kennt. Ich finde, das klingt total spannend und ich habe mir das Buch einfach mal notiert. Ich werde es im Auge behalten und vielleicht, ja, hat es euch ja auch neugierig gemacht. Das Schlafen ist ja generell, finde ich, ein cooles Thema für so ein spannendes Buch und mal schauen, was die Autorin daraus gemacht hat. Damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende unseres Wunschlistenvideos angekommen. Ich weiß, es sind nicht so viele Titel, wie ihr vielleicht sonst gewohnt seid, aber irgendwie hatte ich auch nicht so Lust, irgendwie jeden Titel, den ich irgendwie ansatzweise interessant finde, auf die Liste zu nehmen, weil mein Stapel ungelesener Bücher ist sehr hoch. Ich bin momentan echt, ja, sehr darin interessiert, diesen ein wenig zu reduzieren. Da kommt es mir natürlich dann zugute, wenn ich gar nicht so viel informiert darüber bin, was eigentlich so erscheinen wird. Wie gesagt, ich habe einfach noch genug
Und irgendwie, ja, hat mich auch nicht so richtig viel angesprochen. Der Januar ist ja auch generell einfach der Start ins neue Jahr. Alles ist noch ein bisschen, ja, eher verschlafen. Also schauen wir mal. Und wahrscheinlich springen aus der Ecke jetzt plötzlich noch zwei, drei Bücher, die ich total übersehen habe, aber noch mega interessant klingen, die ich mir irgendwie noch nachträglich notiere. Aber ja, das ist jetzt erstmal für heute quasi mein Status der Januar-Wunschliste. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon mitgenommen habt oder natürlich, ganz wichtig, was auf euren Listen denn noch steht, was für mich eventuell auch interessant sein könnte. Das finde ich immer, ja, sehr spannend, was ihr noch so für Bücher aufgestöbert habt und bin da sehr interessiert auch an euren Empfehlungen. Damit würde ich sagen, beende ich jetzt dieses Wunschlisten-Video, das letzte Wunschlisten-Video für dieses Jahr an dieser Stelle. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich freue mich auch, wenn wir uns abseits von YouTube wiedersehen. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle wunderschöne Feiertage, egal was, wo, wie und mit wem ihr die Tage verbringt. Lasst euch nicht ärgern, bewahrt eure innere Ruhe und nehmt euch auch Pausen, wenn es irgendwie zu viel ist. Das sollte euch niemand übel nehmen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bestimmt oder hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, bis bald.